Da steht er mit der Axt und glaubt irgendwas zu erfinden oder zu erledigen, um von diesen Inseln je wegzukommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stranded Deep. Ich bin hier, hier irgendwo im Nirgendwo. Ich werde euch jetzt schon sagen, es wird nicht mehr so viel Folgen geben von Stranded Deep. Genau genommen werde ich 20 Folgen raushauen von der dritten Staffel. Das heißt, wir sind jetzt bei der 18. Folge. Das heißt auch nach Adam Riese, es gibt noch 3 Folgen und dann ist Schluss mit Stranded Deep, weil irgendwie ist es doch irgendwie immer das Gleiche oder so, was wir hier machen. Und irgendwie fehlt mir persönlich die Spannung. So. Gesundheit ist auch ziemlich down, weil wir das letzte Mal extrem Stress mit einem Hai hatten. So, trinken müssen wir auch. Na, was geht doch. Ja, ich war ja das letzte Mal auf diesen Bohrinseln, oder besser gesagt, einfach auf diesen Inseln. Was fand allerdings nicht wirklich gescheit ist. Und ich würde sagen, ich mache mir hier jetzt die Taschen voll mit Holz und kehre wieder zurück zur Insel, zur Hauptinsel, und werden mal schauen, was ich da noch ein bisschen weiter bauen kann. Irgendwie gestalte ich natürlich die 3 Folgen, die wir jetzt noch haben, doch noch irgendwie interessanter, also zumindest versuche ich das, dass wir doch einen grünen Abschluss haben. Ich schlage mir jetzt noch den Bauch voll. Ja. Holz brauchen wir auf jeden Fall. Wenn ich hier alles rumliegen habe, Hilfe, das ist eine normale Insel sein soll. Ja, Halleluja. Was lasse ich denn jetzt hier? Den Fulltank lasse ich mal hier. Weil ich habe noch ein Paddel, was ich auch noch brauche. So, wo gehen wir denn hin? Kompass, wo bist du? Hier. Wo gehen wir denn hin? Das ist die Frage. Ich weiß nicht, auf welcher Insel das ich bin. War es jetzt die, wo 220 war? Dann müsste ich darüber. Oder die 115er, dann müsste ich quasi dahin. Ich paddle mal dahin. Ob richtig oder falsch, wenn wir angekommen sind. Ich weiß es nicht. Ich habe mich total verfangen, weil ich nicht aufgeschrieben habe, wo ich das letzte Mal war. Also beziehungsweise ich habe schon aufgeschrieben und ich weiß nicht, welche Insel das wir jetzt sind. Naja, wir fahren jetzt auf diesem Weg auf diese Insel. Wir werden ja relativ schnell merken, wenn wir falsch sind, dann fahren wir nämlich wieder zurück und fahren dann auf die andere Insel. In eine andere Richtung. Fahren wir noch ins Wasser oder wie? Wäre die Insel da drüben. Ja, also werden wir uns auch auf die Insel begeben. So.
So viel hatte ich auch im Kopf, dass es eine weite Reise war, wo ich hinterlegt habe, aber ne? Von 415. Boah, keine Ahnung. Also. Verfranst man sich noch in der drittletzten Folge. Das ist immer gut. So, come on. Wenn das Spiel irgendein Ziel hätte, wo man erreichen müsste und so weiter, wäre das Spiel natürlich sehr interessant. Das Spiel ist allgemein interessant, aber ich finde, für ein langes Let's Play rentiert es nicht. Ich meine, gut, Smiley und Erich hatten das Ziel, 100 Tage zu überleben. Ich bin jetzt 24 Tage am Überleben, das ist okay. Ja, sie waren zu zweit, hatten natürlich viel Spaß und so weiter. Ich finde das Spiel sehr interessant, aber irgendwie finde ich auch, man hat ziemlich schnell gesehen und so ein wirkliches Hauptziel, also dem Überleben, hat man ja eigentlich nicht hier im Spiel. Und das Überleben hat man, wenn man sich da ein Grundbedürfnis, also das Grundgerüst aufgebaut hat, hat man das Thema Überleben eigentlich auch relativ schnell im Griff, beziehungsweise Nahrung und so weiter. Natürlich, die Haie sind noch eine Herausforderung. Ja, ich glaube, hier bin ich komplett falsch. Oder? Nee, bin sogar richtig. Halleluja! Halleluja, ich war doch richtig. Ich war doch auf der richtigen Insel. Cool, doch noch auf der richtigen Insel. Und hier schaut es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Es fällt sicher noch Sticks zum Ganzen zu befestigen, ne? Und Stein, keine Ahnung, so was. Ehrlich gesagt, so Line Ropes wären auch nicht schlecht. Ich dachte eigentlich, ich hätte noch. Irgendwie Stein, warum auch immer. Komm. Rüber. Ja, eins, zwei, drei. Ich wollte gerade vor allem, kommt mir das vor, als wären hier die Palmen wieder nachgewachsen, aber das gibt's ja nicht. Das ist auch noch so ein Punkt, wenn das Ganze würde. Was fehlt denn jetzt noch? Wir haben einen Full Tank, wir haben einen Tank. Verstehe es nicht. Super, jetzt habe ich mir eine Axt gecraftet. Eins, zwei, drei, vier. Oder? Eins, zwei, drei. Ach so. Ach so. Ja, ich dachte, ich hätte schon vier Stück, aber das sind nur drei. Eine weitere Axt hier im Lager. Das ist ein Full Tank. So.
Natürlich, sind nur 3 Infanterie. Was fehlt denn jetzt noch? Ein Fulltank, Engineer, Cabaret. Was fehlt denn noch für ein Motor, Mensch? Der Motor, oder was? Nee, ohne Spaß jetzt. Ich weiß nicht, was noch fehlt. Nein. Gut. Oh, Gesundheit ist wieder voll. Wie cool ist das denn? Foundation. Kneif, ja, super. Ach, ich brauche einen Hammer. Support, brauche ich einen Support. Support. Ja. Glaube ich hier oben. So, ja, genau. Mindestens ein Support kann ich noch machen. Das wird ja der Außenbereich, oder? Das war das Falsche, was ich wieder geschossen habe. So. Will ich hier noch eine Wand reinbauen? Will ich das komplett? Ne, das wird ich komplett besorgen. Mach hier noch eine Tür rein. Oder? Ja, komm, mach ich so. Ja, also hier noch eine Wand. Dann kannst du so quasi hier so durch. Und hier dann die Tür zum Hochkommen. Irgendwie muss ich mal unten mal weitermachen. So, also da wir ja jetzt wissen, dass der Weg, wo wir vorhin machten, dass der relativ sehr gut war, lasse ich natürlich jetzt alles hier, was mich stören könnte. Ich werde nur noch die Axt mitnehmen, den Kompass mitnehmen. Weißt du, wozu habe ich hier einen Steg? Genau für aufs Boot zu kommen. Halt dich doch einfach mal an das, was ich baue. Da brauche ich auch noch eine Treppe, dass ich ins Haus komme, und zwar hier. Zack. Ja, genau. So war das geplant. Nicht anders. 115 habe ich gesagt. Das war aber 110. Das war ja 110. Nee, warte mal. Doch. Gut, diese Insel da vorne. Egal. Nee, egal ist nicht, weil ich habe kein Werkzeug dabei. Ach, egal, Steine finden wir sicher. Na komm jetzt. Und hier unten haben wir einen Hai oder sowas in der Art. Auch gut. So. Haben noch Zeit für eine Überfahrt reicht. Dann.
Wenn man nicht immer so weit reisen müsste, um Holz zu bekommen und so weiter, wäre das Building-System, was das Spiel hat, noch sehr interessant. Da würde es auch Freude machen, ein Haus zu bauen, aber wenn man da jedes Mal Insel für Insel absuchen und Holz muss holen und dann man immer so lange unterwegs ist, dann muss ich einfach sagen, Building-System schön und gut, aber stundenlange Paddelstrecken hinterlegen, das ist einfach so etwas von mühsam. Und ja, irgendwie langweilig. Mit einem Floß wäre man sicher wahrscheinlich schneller, wenn man in einer Form würde zusammenbekommen, aber mir fehlt ein Zubehör für den Motor und ich habe keine Ahnung was. Ja, egal was das für eine Insel ist, hier wird Holz geholt. Müsste aber eigentlich die sein, ja da raucht es noch, das ist die, wo ich vorhin war. Wunderbar, Feuer ist auch noch da. Kanister, ja, kannst du behalten, welche Melkung? Was? Eine Pfeife, genau. Gehört auch zum Motor, oder? Mann, Mann, Mann. Scheiße, wenn man hier drin ist. Unglaublich. Ach, das ist ein Akku. Ja, hier habe ich natürlich schon das Equipment. Line Rope nehmen wir noch mit. Das ist ein Hammer. Da ist doch irgendwo noch eine Axt. Heimblätter brauche ich zurzeit nicht. Wir können noch Holz mitnehmen. Wir haben hier noch Baumstamm zum Fällen. Also beziehungsweise sind zerhauen. Komm. Jawohl. Und hier auch noch. Kann eh nicht alles mitnehmen, aber ja. Doch, ich kann. Gut. Pfeife lassen wir hier. So, tschüss. Hä? So, jetzt muss ich ja Axt weg. Holz mit. So. Gut, 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 gut. Es wird langsam dunkel. Ich mach mal das Licht an und wir haben 18:03. Mein Gott, wird das aber schnell dunkel hier. Unglaublich. So. 110 sind wir gefahren, beziehungsweise 115. Das heißt, diese Richtung. Im Dunkeln zu fahren, sieht man die Insel nicht, ne? Aber ja, hab sie. Überall von der 20 die Bordinseln. Muss ich mal genauer anschreiben hier. Naja, wir finden ja den Weg lustigerweise immer wieder. Dank Kompass. Ich meine klar, wenn du einmal falsch gefahren bist, kannst du den Weg wieder zurückgehen und dann einfach den anderen Weg versuchen, den du noch verpasst. Und so weiter und so fort. Eigentlich eine coole Sache, so ein Kompass. Oh. So, ja, komm jetzt, was hast du denn für Probleme? So, hopp, 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 hopp. Hupp,
Ja, yeah. Paddel, paddel, paddel. Ich meine, gut, Muskeln bekommt man schon ab dem Paddeln. So, ich muss mal schnell einen Cut machen. So, nun sind wir wieder da. Ich habe die Leute bei mir. Die Post war da. Ha, mein. Und das mitten in einer Aufnahme. Ihr habt nichts verpasst. Ich habe Pause gemacht. Es ist nichts. Alle gelaufen und ja. So, wir haben Holz im Gepäck. Oh, ich habe jetzt gestresst, Mensch. So, wir gehen wieder an den Ankerpunkt. Oder besser gesagt, an Anlegepunkt. Das ist das schön, wenn wir Licht auf der Insel haben. Dann werden wir schon gleich begrüßt. Man wird dann das Licht hier ausmachen. Eine solarbetriebene Taschenlampe übrigens. So. Das war ein bisschen zu weit gestreckt. Das ist hier klar, ne? Ah! Ins Boot bitte. Ja. So. Schön. Schön. Ich habe glaube 4 Laternen hier, glaube ich. Also hier. Ja. Label Maker, sowas von sinnvoll. Frag mich mal nicht, wozu. Man hier wirklich einen Label Maker braucht. In der Multiplay-Session würde ich noch einigermaßen verstehen, wozu das ein Label Maker gut sein soll. Aber kann ich das normalerweise? Ah. Will ich mir von. Nee, Roof ist Decke, hä? Door. Window Wall. Machen wir erstmal den vorderen Teil hier fertig. Würdest du? Würdest du? Würde ich gerade fragen, würdest du mir erklären, warum das hier nicht rein will? Du, So, danke. So, wunderbar, schöne Ecke. Ja, drop und hoch. Soll ich hier auch noch eine Lampe reinmachen? Ich weiß es nicht. Nee, ich lasse das jetzt auf meinem Bereich. Steps haben wir auch noch. Und zwar hier. Ja, jetzt kommen wir nämlich ohne weiteres hoch. Roof Door. Nee, wir machen noch Window Walls. Und zwar einmal. Einmal hier. Kann ich noch eine? Nee. Jo. Damit wär's das gewesen. Weißt du, jetzt habe ich schon hier eine Treppe hoch und springe immer noch hoch. Unglaublich. So. So. Hier kommt auf jeden Fall auch noch eine Window Wall hin. Damit das der letzte Teil ist. So. Ah. Das habe ich jetzt nicht. Ja doch, passt schon. Hier muss ich auch noch eine Foundation hinbauen oben drüber. Darum habe ich hier auch noch kein Dach. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, ob ich jetzt hier zum Beispiel eine Foundation dran hauen kann, ohne dass hier eine Foundation ist. Das wäre sowas von cool, wenn man das könnte machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir schon wieder zu wenig Holz haben. So, Zeit 22 Uhr, ne? Das, ja.
Doch, das ist okay. Wir gehen mal zum Grill und schauen mal, was da noch so am Essen liegt. Hier habe ich noch eine Kiste. Ich glaube, hier habe ich die Kiste jetzt eigentlich. In Benutzung? Nö. Okay. Dumm, 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 dumm. Ah, da liegt ja genug Essen rum, Mensch. Unglaublich. Und den nehme ich auch mal mit zu mir. So, und ich würde sagen, danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Shit, jetzt habe ich ein Fleischstück gegessen. Mann. Wertvolles Fleischstück. Vollgefressen gehen wir jetzt ins Bett. Gute Nacht.